Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Nier Automata. Wir sind immer noch in der düsteren, verlassenen oder vergessenen Fabrik. Ich vergesse immer, wie das Ding hier heißt. Auf jeden Fall in dem Fabrikgebäude, wo wir eine Mission für Pascal erledigen sollen, die auch leider nicht mehr eingezeichnet ist in der Minimap. Deswegen habe ich gar keinen Plan, ob ich jetzt hier auf dem richtigen Weg bin, auf dem falschen Weg bin und ja, wo uns das ja auch alles hinführen wird. Auf jeden Fall ist es sehr gefährlich, wie ich nicht erst jetzt aua feststellen muss. Hallo! Oh, oh, nein, ich habe jetzt... Ich wollte jetzt aus diesem Menü raus mit Kreis, aber mit Kreis aktiviert man diesen Schmu ja. Okay, hört das auch irgendwann mal auf oder... Laufe ich jetzt hier die ganze Zeit in irgendwelche selbstmörderischen Maschinen rein? Hat sich das jetzt ausgesuizidet? Offenbar nicht. Ich wollte mal versuchen, falls ihr euch fragt, warum ich die anschieße, zu gucken, ob meine Theorie vom letzten Mal stimmt. Auf jeden Fall bekommen wir Bauteile, wenn ich es irgendwie schaffe, die zu töten. Ich verstehe gerade nicht, wie ich... wie man hier jetzt vorbeikommen soll. Wahrscheinlich jetzt mit rüberspringen. Aber durch diese Treppe ist das gar nicht so einfach. Da hinten ploppen schon wieder weitere Maschinen nach. Also so ganz ohne ist das hier auch nicht. So, die müssen jetzt aber da in das Loch fallen, richtig? Ja, ich glaube, jetzt habe ich hier auch ein bisschen meine Ruhe. Boah, also ich bin froh, wenn ich diesen Ort hier hinter mich lassen konnte. Es ist zwar sehr atmosphärisch, aber es ist irgendwie auch schwierig. Schwierig zu überblicken wegen der Dunkelheit und schwierig auch wegen dem Gegnerlevel. Das ist, glaube ich, auch das erste Gebiet, wo die Gegner wirklich alle konstant bei über Level 60 sind. Boah, guck mal, wie viele. Und jetzt alle. Genau so wollte ich das haben. So, warte mal, jetzt kann ich eigentlich mit meinem Geschoss kleinen Kleckerreste noch mitnehmen. Alter, wie viele das sind. Nein! Ich will nicht, dass mein Loot verschwindet. So, warte mal, jetzt kann ich hier nochmal sowas vorbereiten. Rück mal bitte alle ein Stück weit zusammen. Warum bist du denn jetzt hier wieder alleine? Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt ziehen die sich wieder auseinander, ja. Machen wir halt einmal so. Legen überall irgendwelche Sachen im Weg. Ich glaube, das eine oder andere, da werde ich jetzt nicht verhindern können, dass das verschwinden wird. Hau mal zu, bitte. Hey, du, dankeschön. So, und jetzt ganz, ganz schnell aufsammeln, was noch da ist. Makelloses Kabel. Oh, ich glaube, das wird so, so praktisch für den nächsten Besuch beim Waldschmied. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, was der da genau haben wollte für die Waffen-Upgrades, die noch fehlen, aber die Chance steht ganz gut, dass wir nach Abschluss dieses Gebiets hier da noch ein bisschen was bewegen können. Warum habe ich in den 1,62er hier gerade gar nicht getroffen? Der war doch mitten im Gegnerpool gerade drin, oder nicht? Keine Ahnung. So, komm, greifen wir mal so an. Ja. Immer wenn ich mir vornehme, in den Nahkampf zu gehen, dann misslingt das irgendwie total. Ich wollte ja sowieso nochmal schauen, ob ich nicht meine... ob ich mich nicht für andere Waffen entscheiden sollte. Das Ding ist, wenn ich in der Angriffskaskade des Gegners stecke, dann komme ich da nicht raus. Aber wenn ich andersrum das gut platziere, dann sind die Gegner genauso chancenlos. Liegt also wahrscheinlich nicht an der Waffe, sondern eher an mir. Wie so oft. So, und ich hau euch jetzt mal so kaputt, Kumpel. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Du hast angefangen. Mit deinem komischen, bedrohlichen Gebrutzel hier. So, wieder Schweißzusatz gefunden. So viel zu dem Thema, dass das super selten ist. Vielleicht ist es auch super selten und man findet das hier explizit bei den Gegnern. Kann natürlich auch sein. So, wenn ich das jetzt richtig sehe, habe ich drei Wege. Kommt das hin? Ich hatte da hinten eine Treppe. Ich hatte da hinten auch eine Tür. Und hier werde ich jetzt wahrscheinlich auch gleich eine Tür finden, schätze ich mal. So, dann geht ihr mal bitte ein Stück weiter zusammen. Au. Genau so wollte ich das haben. Vielen Dank. Alter Vater, also das geht mir hier auch schon ganz schön auf meine Heilressourcen. Aber es bringt uns auch gut voran. Wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge zwei Level-Ups gehabt und die kamen auch nicht von ungefähr. Ich habe so viele verbeulte Platten jetzt schon wieder eingesammelt hier. In der Fabrik. Dass ich mir vorstellen könnte, dass wir davon auch ein bisschen was verkaufen können. So, das ist... Das sieht irgendwie fast schon wieder hackbar aus, ne? Oh nein.
Da wollte ich jetzt eigentlich nicht runterplumpsen. Ich hoffe, die Gegner kommen hier nicht wieder zurück. Ne, das war, glaube ich, ein Aufzug, den wir einfach nicht nutzen konnten. Keine Ahnung, war zu dunkel. Auf jeden Fall habe ich damit die Anzahl der möglichen Wege auf 2 reduziert. Und hier... Nein! Ich habe das gerade nicht gesehen. Also falls sich jetzt jemand sagt, was zur Hölle macht die da? Ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge gar nicht erwähnt, aber ich bin nachtblind und ich tue mich sehr, sehr schwer in dunklen Gebieten. Eigentlich dürfte ich hier noch nicht gewesen sein, oder? Also ja, in einem anderen Durchgang schon, aber nicht in diesem hier. Komme ich jetzt hier weiter? Nee. Okay, dann haben wir jetzt tatsächlich nur noch einen Weg. Das ist gut. Dann können wir nämlich durch die Tür. Meine größte Hoffnung ist immer noch, dass ich jetzt hier keinen exotischen, sinnlosen Rundgang nochmal anleiere, sondern dass wir hier vielleicht zu unserem Missionsziel kommen. Das wäre toll. So, warte mal. Hier kann ich dann erstmal... Ach nee, das war ja nur... Das ist ja gar kein Zugriffspunkt. So, jetzt habe ich aber 2 Wege. Was machen wir? Ich glaube, ich gucke erstmal... Warte mal, hier kann ich erstmal die Maschine plündern. Für Maschinenöl. Ah, was machen wir? Hä, kam ich hierher? Nee, hier kam ich gar nicht her. Ich habe noch den Aufzug und ich habe diesen Weg. Dieser Weg wird bestimmt keine Sackgasse sein, oder? Nee. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde mal den Aufzug nehmen. Ich glaube, das hier ist der Hauptweg, der uns immer weiter nach oben führt. Keine Ahnung, wo das am Ende dann... Wohin das mündet, aber... Diesen Aufzug haben wir schon mal genommen. Ich erinnere mich dunkel dran, dass hier so eine Maschine war, über die wir den wieder zum Laufen bringen. Aber ich kriege auch hier den Kontext leider nicht mehr zusammen. Deswegen müssen wir wohl oder übel gucken. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Ort, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist denn hier los? Guten Tag. Gebetsstunde vorbei. Guck mal, jetzt betet er mich an, oder? Ne, gleich kriege ich eins auf den Deckel. Ja, das war irgendwie absehbar. Das ist jetzt aber nicht so ein Raum, wo nach und nach alle zum Leben erwachen, oder? Mich stört gerade ein bisschen, dass hier ein Unschuldiger auch im Raum steht, den ich eigentlich unbehelligt lassen möchte. Das wird sich aber, wenn ich den Großen jetzt bekämpfe, glaube ich... nicht vermeiden lassen habe. Dass man nicht gut ausgewichen war. Nein, dafür umso bescheidener getroffen, ey. So, was hat denn der für ein Level? Wenn das jetzt auch so 60er sind, dann könnte das schwierig werden. Aber der macht mir relativ wenig Schaden, deswegen glaube ich irgendwie nicht, dass der so ein hohes Level hat. Ich sehe das nicht. Oh, jetzt habe ich einen Unschuldigen getötet. Toll. Ganz, ganz toll. Ich kapiere gerade überhaupt nicht, was abgeht. Ich will doch nur deine Stufe sehen. Ich glaube, der ist auf 30. Geht immer so schnell weg. Der ist auch schon tot. Oh, es tut mir leid, dass ich den Betenden jetzt erwischt habe. Aber wie soll ich das denn hier sonst bewerkstelligen? Ich hätte natürlich den Gegner jetzt auch ignorieren können. Klar, aber... Nö, warum? So. Bei dem Aufzug sind wir... Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ist das nicht einfach nur jetzt ein Shortcut gewesen? Ich bin mir gerade... Oh, meine Orientierung und ich, ey. Und dann auch noch die Dunkelheit hierzu. Wir waren doch schon mal... Wir sind doch in der letzten Folge hier gewesen und haben das Ding aktiviert, oder? Und dann festgestellt, dass ich über diesen Aufzug nicht weiterkomme. Ist aber auch nicht, was ich hier als Indiz nehmen soll, weil das hier sieht ja alles gleich aus. Nee. Ich unterstelle uns jetzt, dass wir hier schon mal waren. Ich gucke jetzt noch mal kurz. Wir werden jetzt höchstwahrscheinlich wieder nach oben fahren. Darauf habe ich vorhin nämlich nicht geachtet. Und wenn dem so ist... Kann ich das überhaupt irgendwie erkennen? Natürlich nicht, ey. Super. Ich werde jetzt hier einfach weiterlaufen und gucken, was passiert. Weil es gab hier... Ich kann ja hier noch mal schauen. Genau, das ist nämlich der Speicherpunkt. Ich wusste nämlich noch, dass wir innerhalb der Fabrik 2 von diesen Teilen haben. Und das habe ich beim letzten Mal aktiviert. Und da ich jetzt den zweiten nicht aktiviert habe, muss das ja der sein aus der letzten Folge. Versteht ihr?
Kann mir irgendwer folgen? Wahrscheinlich ist das für euch viel offensichtlicher als für mich, aber ich tue mich hier wirklich gerade ein bisschen schwer mit. So, dann wissen wir jetzt aber wenigstens, dass wir außer diesem Weg hier... Oh nee, das war das mit der ätzenden Sprungstelle. Wo man dann auch noch nach unten fallen konnte, ne? Und da irgendwie landen konnte zu einer Kiste, die dann am Ende auch nur Schrott hatte. Das weiß ich noch. Bei unserem allerersten Besuch hier in der Ecke war das irgendwie total faszinierend, weil ich dachte, ich bekomme hier weiß Gott was Tolles. Ja, mit der Dunkelheit ist das für mich eine Katastrophe. Es war sogar ohne Dunkelheit schon nicht einfach, aber... Keine Ahnung, ob ich das hier... Nein! Mann, ich wollte da nur hin. Da ist wahrscheinlich wieder der Schrott des Jahrhunderts, aber... Ich muss das jetzt wenigstens einmal holen. Sonst werde ich es ja nie erfahren. Nein, warum rutsche ich denn immer an dieser Dreckskante da ab? Kann sich nur noch um Jahre handeln. Nee. Also, ich weiß nicht, ob ihr in der Dunkelheit diese Balken da seht, aber in dem Moment, wo ich in der Luft bin, sehe ich gar nichts mehr. Und, ey, ich rutsche immer nach links ab. Ich will einfach reflexartig immer, weil ich Angst habe, dass sie nach dem Landen nach vorne slidet, so ein Stück weit wieder zurückgehen. Und das wird mir jedes Mal zum Verhängnis. Das nervt mich gerade gar nicht oder so. Nein, nein. Ich sage jetzt einfach gar nicht so lange, bis ich das hinbekomme, okay? Okay, ich glaube, das Spiel möchte nicht, dass ich schweige. Für mich gerade nur bedingt verständlich, aber... ja, komm, stirb halt einfach, weißt du? Für dieses Mistteil, was ich da gerade mitgenommen habe, ey, hätte ich, wenn ich das vorher gewusst hätte, mir die Mühe hier gar nicht gemacht. So, jetzt will ich bitte wieder festen Boden unter den Füßen haben. So, ich gehe jetzt da auch nur noch hin. Obwohl, bei denen bin ich mir gerade nicht so sicher, ob das nicht neue Gegner sein könnten. Ich glaube zwar nicht, aber ich weiß es eben auch nicht zu 100%. Deswegen machen wir die lieber einmal. Ist ja auch nicht allzu schwer, weil wir hier auf engstem Raum miteinander kämpfen. Und ich habe den gerade gut in so einer Angriffswelle drin. Jawohl, und der backt da hinten volle Möhre fest. Soll mir auch recht sein. Nehmen wir mal alles mit. So, Kumpel, was mit dir? Sollen wir dich erlösen? Klemmt er da voll fest in diesem Maschinenhäufchen. So. Oh Gott, ey, hoffentlich lasse ich hier keine Kiste oder sowas aus. Ich glaube, das geht hier nämlich verhältnismäßig schnell. So, hier schließt sich dann der Kreis. Dann gehen wir mal weiter nach oben. Ich weiß gar nicht, was hier der letzte Punkt dann damals gewesen ist. Also, wo man dann am Ende hier rauskommt. Diese ganze Route hier irgendein festes Ziel hat? Kein Plan. So, ich muss jetzt mal alle mitnehmen, weil ich so mit bloßem Auge echt nicht erkenne, ob das neue Gegner sind oder nicht. Aber manchmal ploppen hier neue Einheitendaten auf und du hast das Gefühl, diesen Gegner aber eigentlich schon 10.000 Mal gesehen zu haben und ja, deswegen... Oh, das könnte gefährlich werden. Das könnte sehr gefährlich werden. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Ja, das hat gut wehgetan. Danke. Danke für diesen Warnschuss im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hier war auch nicht ganz ohne. So, wo komme ich denn jetzt weiter? Ich habe gerade irgendwie keinen Weg gesehen. Ach so, doch hier. Hier geht's weiter, oder? Oh, was würde ich nicht dafür geben, jetzt hier wieder ein bisschen Licht zu bekommen. Die Maschinen hier sind noch intakt. Okay, das sieht wieder nach einer relativ gefährlichen Ecke aus. Und die laufen mal langsam und mal schneller. Das, finde ich irgendwie ein bisschen... Nein! Boah, hatte ich da gerade Glück. Hatte ich da gerade Glück. Komme ich irgendwie über die Maschine rüber? Nee. Oh Gott, ey. Na, das könnte jetzt hier wieder interessant werden. Eins. Zwei. Nee, zweimal hauen sie schnell. Und das dritte Mal ist dann langsam. Das wird aber wahrscheinlich nicht das Tempo für all diese Teile sein. Ja, na klar. Na klar. Machst du auch mal Blubbelkreuzchen oder gibt's das in deinem maschinellen Leben nicht? Wo kommen die immer alle her? Chefkoch, was machst du hier? Hast Glück, dass dieses Teil hier gerade nicht... Ah, nein! Oh!
Oh Gott. Ich habe, als ich zuletzt. Oh Gott, okay. Ich bin gerade gegen das Headset gekommen, sorry. Ich habe, als ich diesen Shortcut in Anführungsstrichen freigespielt habe, nicht gespeichert. Oh, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Scheiße. Ich weiß, warum ich diesen Ort so abgrundtief hasse. Wirklich. Zum Kotzen. Kotzen mit Bindestrich dazwischen. Ja. Silbentrennung. Ganz wichtig. Wichtiges Thema. Das, was mich jetzt gerade am meisten beschäftigt. Aber hier komme ich rein. Das ist schon mal gut. Okay, warte mal. Lass mich das erstmal einsammeln. Meine Fresse, ey. Ist das deprimierend. Das war auch so dumm, weil ich dem jetzt hinterher wollte und mich für einen ganz kurzen Moment gefreut habe, dass der jetzt hier volle Möhre zermatscht wird. Nur um dann festzustellen, dass mich das gleiche Schicksal ereilt. So, okay, dann probieren wir es halt nochmal. Nehmen diesen Aufzug, der uns Gott sei Dank zur Verfügung steht und. Ich mache drei Kreuze, wenn ich hier raus bin, ehrlich. Vielleicht auch vier. So, wo ist mein Licht? Da. Gut, dann geben wir uns die ganze Chose nochmal. Jetzt habe ich mega Angst. Ich hatte nämlich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass man durch diese Dinger wirklich ein richtiges Game Over dann auch verzeichnet. Ich werde jetzt auch diese ätzende Sprungstelle nicht nochmal machen. Habe ich jetzt alles umsonst gemacht, ey. Die ganzen Gegner hier umsonst getötet, aber ich habe keinen Bock, das jetzt alles nochmal zu machen. Ist mir sowas von egal und es ist so dunkel. Einfach so unfassbar dunkel. Aber wenigstens ist der Weg jetzt doch nicht so weit, wie ich das in Erinnerung hatte. Und die zwei Herrschaften, die standen doch vorher auch nicht hier. Was soll das? Warum sind sie jetzt da? Die haben mich vorhin hinterrücks überfallen, ne? So war das nämlich gewesen. So. Ach so, da ist noch einer. Toll. So, ja, pass mal auf. Jetzt wird mir genau das Gleiche wahrscheinlich nochmal passieren. Eigentlich kann ich mir das ja gut zunutze machen, weil ich die immer gut zurückwerfe. Eins. Die hauen immer zweimal schnell. Und dann kann ich eigentlich ganz bequem durch. Eins. Ne, jetzt eins und zwei. Und durch. So, dich kennen wir auch schon. Hast du nicht vorhin die ganze Zeit voll die konstante Jubelkette irgendwie geschossen? Nee, der hat offenbar. Ich stehe wieder unter der. Ach nee, die bewegt sich ja gar nicht. Ey, ich habe jetzt so eine Panik durch den Tod gerade eben. Das glaubt mir kein Mensch, aber das sieht man wahrscheinlich, ne? So, komm, stirb jetzt bitte und lass mich in Frieden. Danke. So, das hier nehme ich gerne mit. Das war eine Gedächtnislegierung. Holla. Eins. Eins. Zwei. Und durch. So, habe ich es jetzt geschafft? Sieht ganz danach aus. Boah, ey. Mich ärgert jetzt trotzdem, dass ich die ganzen Erfahrungspunkte da habe liegen lassen. Oh, nee. Kann es das sein, dass das die Ecke ist, wo es so nervig war mit dem Rumgespringe? Warte mal, ich muss jetzt erstmal gucken. Komme ich hier hin? Nein. Hier komme ich aber sehr wohl hin. Und ich sehe nichts. Das kann ich mir knicken, Leute. Ich sehe einfach nichts. Ich müsste jetzt mein Bildschirm irgendwie heller stellen oder so. Aber da sind wir schon mal gewesen und da ist nur Schrott drin gewesen. Ich glaube, da war unten irgendwie so eine kleine Kiste oder so. Wenn das die Stelle war, bin mir nicht mehr sicher. Warte mal, ich versuche mal. Ah, genau sowas wollte ich nämlich schaffen. Nee, das ist eine große Kiste, aber ich glaube, da war trotzdem nichts Gutes drin. So, wenn ich jetzt den Aufstieg nicht schaffen sollte, dann gehen wir auch weiter. Ich wollte nur gucken, ob die Kiste da nochmal offen ist und ob wir da vielleicht noch was Schönes mitnehmen können. Ist aber nicht der Fall. So, wie viele Etagen hat denn diese Fabrik noch? Wann zur Hölle kann ich hier wieder raus? Das wird so ein Befreiungsschlag, wieder Tageslicht erblicken zu können. So, warte mal. Hier komme ich nach oben. Aufzug gab es hier nicht in der Etage, ne? Doch. Doch. So, wie macht man das jetzt? Ey, wer blickt denn hier bitte durch? Wie soll ich mir denn bitte merken, dass es hier noch einen Aufzug gibt? Hoffentlich führt uns hier irgendwann nochmal eine Mission hin. Mit Pünktchen.
Oder der Aufzug wird bis zum Ende des Spiels gar nicht benutzbar sein. Das ist dann auch okay. So, wo sind wir denn hier? Ich glaube, ich komme demnächst wieder bei der... Alter, ja, raste doch mal total aus, ne? Kann man ruhig mal machen. Ich glaube, ich komme hier bald wieder an der Kiste raus, die ich damals nicht erreicht habe, weil die so ganz komisch unter einer Treppe gelegen hat. Vielleicht wisst ihr noch, welche ich meine. Ich weiß nicht, wie ich den Typen da links erwischen soll, deswegen... töte ich den jetzt auch gerade nicht. War das nicht sogar hier schon irgendwie? Warte mal, ich muss mal gucken, wo der mir da auf dem Senkel geht. Achso, hier kann ich einmal noch nach vorne, alles klar. 65. Okay. Da kann ich noch eine Weile schießen, aber guck mal, der macht gerade nichts. Weiß nicht, ob das gerade ein Fehler ist, aber ich spule mal ein bisschen vor. Ah, okay, der macht doch was. Ich spule dann doch nicht vor, aber ich glaube, ich bleibe dabei, dem so zu begegnen, weil wenn der mich einmal, aua, treffen wird, dann wird es höchstwahrscheinlich sehr schmerzhaft werden, wollte ich gerade sagen. Mittlere Erholung wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen, aber neue Einheitendaten. Gucken Sie mal an, stabiler Sockel haben wir bekommen. Das ist, glaube ich, sogar... Ja, guck mal, das ist die Stelle. Das ist genau die Ecke, die ich meinte. Da habe ich damals so, so lange rumprobiert. Aber ich wüsste nicht, dass wir jetzt bessere Voraussetzungen haben würden als damals. Huch. Weil wir haben jetzt keine anderen Sprungtechniken oder so. Ich kriege auch ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr zusammen, weil das schon wieder so lange her ist. Ob ich Tipps von euch bekommen habe, so. Da oben kann ich auf jeden Fall noch irgendwas sammeln. Okay, dankeschön. So, wie kommen wir da jetzt am besten durch? Wie habe ich das denn früher immer versucht? Ich meine, abgesehen davon, dass es sowieso nichts gebracht hat. Das ist so, 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 so frustrierend. Immer noch, ja. Jetzt kommt dieses alte Gefühl der Ohnmacht nämlich wieder zurück. Da nicht ranzukommen. Kein Plan, wie das funktionieren soll. Hey, das war gerade gar nicht so schlecht. Das war gerade gar nicht so schlecht. Ich probiere mal hier ein bisschen rum. Vielleicht gelingt es mir ja irgendwann mal. Ich hab's. Ich hab's. Leute, ich weiß noch nicht, ob ich es rausschneiden werde oder ob ich es vorspulen werde, aber der Trick ist, erst angreifen, um sich ein bisschen zu stabilisieren in der Luft und dann nochmal springen. Also ich wusste gar nicht, dass das funktioniert, weil ich habe gerade vorhin an der Kante da versucht, über das Angreifen mich festzuhalten und das hat sie nicht gemacht. Also wenn du angreifst, hält sie sich dann danach nicht mehr an der Kante fest, aber andersrum kannst du nach dem Angreifen immer noch nachspringen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Und das hat tatsächlich funktioniert. Wow, ich bin gerade so erleichtert. Wenn hier nichts Gutes drin ist, dann Meteorit. Okay, damit kann ich leben. Das finde ich gut. Ich hätte jetzt fast eher mit Archiven oder einer Waffe gerechnet, aber Meteorit ist auch in Ordnung. Boah, dann kann ich das Kapitel endlich abschließen. Ich freue mich. Das ist dann so ein kleiner Trost für das, was vorher nicht so ganz gut funktioniert hat, sage ich mal. Und die Gegner werden hier immer stärker. Die werden hier immer stärker. Wir werden bestimmt hier unsere Level 60 selbst noch knacken in dieser Folge. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn die Fabrik nicht gleich zu Ende sein sollte, weswegen ich auch nicht allzu traurig wäre, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht sind wir auch noch ganz am Anfang, weil ich gerade eine völlig falsche Route laufe. Waren wir hier schon mal? Ich bin gerade so verwirrt. Also dieser Ort kommt mir wirklich so unvertraut vor. Aber mindestens einmal müssen wir ja hier schon gewesen sein, weil ich mich ansonsten auch an die Stelle mit der Kiste nicht mehr erinnern könnte. Aber was bin ich froh, dass ich das hinbekommen habe, ohne das irgendwie nachschlagen zu müssen oder so. Ein bisschen rumprobieren hat geholfen. Ich glaube, ich werde das vorspulen. Damit keiner glaubt, ich hätte einen Cut gemacht und heimlich das irgendwo nachgeprüft. Aber ich habe das wirklich geübt. Ja.
So, dann werden wir jetzt mal schnell speichern, ne? Da sind wir wieder beim Thema. Ich trinke mal kurz ein bisschen Kaffee. Haben wir eine neue Nachricht bekommen? Ah nee, warte mal, ich bin ja gar nicht, nein, S hier. So, dann gucken wir mal, wo uns jetzt diese Reise hier hinführt. Boah, ey, was für ein Krampf. Was für ein Krampf. Aber die Erleichterung ist riesengroß. Wie viel Stockwerk hat das Ding denn noch? Guck mal, wie die Mondträne in ihrem Haar flattert. Das sah gerade voll schön aus. Auch wenn man es nur schemenhaft erkannt hat. Ist das jetzt vielleicht die letzte Etage? Wann hat der Spuk denn endlich ein Ende? Ich wette, am Ende werden wir hier einen Boss oder sowas besiegen müssen. Vielleicht auch einen optionalen. Keine Ahnung, ob es hier optionale Bosse gibt. Oh, shit. Das war der Ort, wo wir damals die Metallspinne besiegt haben. An die Kampfarena erinnere ich mich dunkel. Dunkel. Ja, ich habe schon wieder richtig Klauen gefrühstückt heute. So, lassen wir uns mal kurz gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Oh, ich würde das so gerne alles heller machen. Hier bin ich gerade hergekommen, ne? Ja. Das heißt, einmal haben wir das umrundet. Gibt es hier noch irgendwas, was wir sammeln können? Ich weiß gar nicht mehr, ob wir uns damals hier so direkt umschauen konnten. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, wir wurden da gleich wieder rausgeschmissen oder so. Findet man hier wirklich gar nichts? Nicht mal irgendwelche seltenen Bauteile oder so an dem Ding? Kann ich da eigentlich hochspringen? Ich hoffe, das Feuer tut mir jetzt nichts, aber... Ja. Guck mal, stehen wir mitten im Feuer und uns passiert nichts. Aber Hauptsache so ein Kaugummi-Blubbel trifft uns, ne? Dann ist immer richtig Polen offen. So, dann gehe ich jetzt mal hier gucken. Und mein Missionssymbol taucht immer noch nicht auf. Keine Ahnung, ob wir das jemals zu Gesicht bekommen. Ich würde schon ganz gerne in dieser Folge die Fabrik noch verlassen. Das ist jetzt so mein Ziel. Hoffentlich bleibt das der einzige Kontext, weswegen wir überhaupt in die Fabrik müssen in diesem Spieldurchgang. Da finde ich das ja viel, viel spannender, diese ganzen komischen Säulen da abzusuchen. Diese Dinger da, die vom Turm wahrscheinlich ausgehen. Ich glaube sowieso, dass dieser eine Miniturm, den wir da in der Nähe vom... Ah, das Pünktchen ist wieder da, Leute. Das Pünktchen ist wieder da. Was wir da in der Nähe vom Wald bekämpft haben. Ich glaube, wir werden all diese Teile irgendwie abschließen müssen, damit wir am Ende den Turm auch betreten können. Aber vielleicht wird das auch nur unsere Aufgabe sein, wenn wir mit 9S spielen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich muss sagen, ich finde diesen Spieldurchgang hier bisher mit am coolsten, glaube ich. Ich glaube, der gefällt mir bisher am besten. So, weil ich mag das irgendwie, diesen Wechsel zwischen den beiden. Und ich finde, wir bekommen hier viel storyrelevanten Input. So. Und das ist auch so vom emotionalen Aspekt ganz schön aufgezogen. Also ich finde, also mein Lieblingsthema hier in diesem Durchgang ist definitiv das Verhältnis von A2 zu den Maschinen, die sie ja eigentlich bekämpfen möchte, wo sie doch inzwischen mit ihnen kooperiert, ne? Also jetzt laufe ich in die richtige Richtung. Hier weiß man das ja immer nicht so genau. Ich bin mir ehrlich gesagt auch jetzt noch nicht so genau, nicht so ganz sicher, ob das hier richtig ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, als müsste ich in die entgegengesetzte Richtung laufen. Warte mal, nee, ich habe jetzt hier keine Lust. Lass mich alle in Ruhe. Ich will erst sicherstellen, dass ich hier auf der richtigen Route bin. Jetzt sieht das wieder korrekt aus. Keine Ahnung, was ich hier tue. Ich laufe erstmal und gucke, was hier passiert. Ach so, hier bin ich dann jetzt. Warte mal. Boah, das könnte vielleicht sogar der Gegner sein, von dem wir dieses komische Teil da brauchen. Ich habe den Namen wieder vergessen. Irgendwas mit S. So, erstmal hier ein bisschen die Reihen lichten. Ich hoffe, die respawnen hier nicht. Guck mal, ich kann mich hier voll in dem Container verstecken. Wobei die Blubbel erwischen mich auch hier. Aua. Ja, okay, komm. Mach jetzt mal hier ein bisschen Nahkampf. Wenigstens haben wir hier wieder ein bisschen Licht.
Deswegen ist mir die Ecke schon mal tausendmal lieber als alles, was wir vorher da durchlaufen haben. So, einige sind wieder weg. Warte mal, ich muss hier mal alles einsammeln. Nicht, dass hier irgendwo das Item liegt, wegen dem ich eigentlich hier bin. So, wer oder was bist du denn, Kumpel? Erzähl mal. Du trägst auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich könnte auch mal wieder meinen Pott hier zum Einsatz bringen. Idealerweise ohne mich ständig vom Blubbeln treffen zu lassen. So, wenn ich jetzt alle vier treffen könnte, dann wäre das fantastisch. Ich wollte da eigentlich gar nicht hinschlagen. So, this is the part Pascal won. Can't believe I'm killing machines to save a machine. Ah, screw it. Better go see Pascal. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber der Gedanke, den sie gerade ausgesprochen hat, der kam ja auch schon, als er uns gebeten hatte, in der letzten Folge die Kids da vor diesem Monster zu retten. Ne? Also, wisst ihr, was ich meine? Am Fuße des Dorfes, diese eine Geschichte da. So, Kumpel, du stirbst jetzt auch. Denn mit deinem Tod kann ich diesem Ort feierlich den Rücken kehren. Aber mindestens einmal müssen wir hier noch hin, das habe ich auch nicht vergessen, weil wir ja noch zwei Kisten hier hatten, die man hacken kann. Das möchte ich dann natürlich auch tun. Hier wird es bestimmt sogar noch mehr davon geben. Im dunklen Bereich kann ich mir vorstellen, dass ich auch das eine oder andere noch übersehen habe. Guckt euch mal bitte an, was ich für einen Umweg gelaufen bin. Das wird mir jetzt erst bewusst. Wäre ich nie in diesen Aufzug gegangen, dann wäre das hier super schnell erledigt gewesen. Aber es war nicht umsonst, das darf man auch nicht außer Acht lassen, ne? Für die Erfahrung, für die ganzen Komponenten, die ich da mitgenommen habe. Und vor allen Dingen habe ich jetzt auch die Zugriffspunkte aktiviert, ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Das heißt, ich komme jetzt relativ zügig, wenn ich denn möchte, ins Innere der Fabrik. Und das hat doch auch was für sich. So, das heißt, wir können Pascal die feierliche Kunde überbringen. Und ich hoffe, dass er sich darüber freut. Naturkautschuk habe ich doch vor nicht allzu langer Zeit auch mal eingekauft, oder? War da nicht was? So, Pascals Dorf bitte. Einmal als Ziel, danke. Und da wären wir schicker denn eh und je. Vielleicht bekommen wir ja irgendwann mal diese, ich nenne es jetzt mal Haarverlängerung von, oder als irgendwie eine Missionsbelohnung oder so. Vielleicht sogar von Pascal. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber mal gucken. So. Ich habe da was für dich. Ah, ey, Jude, du hast das Teil für die Reparatur des Kindes. Ich kann dir gar nicht genug danken. Dies ist dürftig verglichen mit dem, was du getan hast, aber bitte nimm es. Nö, dürftig finde ich das nicht. Vor allen Dingen, wenn ich Meteorit sehe, leuchten meine Augen. Vielen Dank. Offen gestanden hätten wir anstelle der Reparatur auch einfach nur den Kern des Kindes in einen anderen Körper montieren können. Auf diese Weise können wir uns nämlich beliebig oft zu neuem Leben erwecken. Allerdings geht das immer nur auf Kosten der Erinnerung. In gewisser Weise wäre es also nicht mehr dasselbe Kind. Doch zum Glück ist das ja jetzt kein Problem mehr. Vielen Dank. Finde ich schön, dass er da die Prioritäten setzt. Sagst du noch was? Hoch oben am Himmel habe ich eine gewaltige Explosion ausmachen können. Ich frage mich ja, vielleicht war es bei euren Leuten? Na, es wird bestimmt dieses Minitürmchen da gewesen sein. Ich glaube nicht, dass dieses Dorf ein geeigneter Ersatz sein kann, aber ihr seid bei uns immer herzlich willkommen. Fühl dich wie zu Hause und ruh dich aus. So lieb. So lieb. Wie kann man den denn nur nicht mögen oder sogar töten, wenn man die Wahl hat? Ich weiß ja nicht. Wer ist denn der da? Du bist unser Hauptauftraggeber gerade. Warte mal. Ich will das auch gar nicht in die Länge ziehen und erstmal irgendwo anders hin. Aber ich will auf Nummer sicher gehen, dass wir hier ansonsten keine Pünktchen haben. Und warum hier das Pünktchen fehlt, das verstehe ich zwar immer noch nicht, aber ich muss ja auch nicht alles verstehen, ne? So, Tag, Kumpel. Was gibt's? Ich respektiere Pascal sehr, weißt du. Ich meine, er ist der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, ein Dorf für uns Außenseiter zu bauen. Ich möchte ihm wirklich zeigen, wie dankbar ich ihm bin. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, ihm zu danken. Irgendwas. Bleiben und ihn ausreden lassen, nichts riskieren, schnell weg. Wir bleiben natürlich. Ja, ja, den Hinweis werde ich befolgen. Kein Hinweis, ich möchte Pascal nur zeigen, wie sehr ich ihn schätze.
Wie auch immer, ich glaube, ein neues Philosophiebuch könnte ihm gefallen. Im Widerstandslager soll so etwas zu bekommen sein. Das holen wir dir auf jeden Fall. In Ordnung, ich werde das Buch holen. Ich schulde der kleinen Klapperkiste sowieso einen Gefallen oder zwei. Ach, das ist wunderbar. Ich find's voll süß, wie sie ihn kleine Klapperkiste nennt. Ich finde, das hat irgendwie was Liebevolles. Offenbar besitzt jemand namens Anemone eine große Sammlung solcher Bücher. Ihr braucht also nur eins zu stehlen. Naja, ich glaube, wir können schon mit ihr reden, oder? Ja, nein. Ich glaube, da gibt es bessere Möglichkeiten, genau. Lass das mal unsere Sorge sein, liebe Maschine. So, hätten wir das auch geklärt. Dann muss ich jetzt aber spätestens jetzt mal ganz, ganz schnell zum Händler, wollte ich eigentlich sagen. Aber wir machen das mal ganz anders. Ich werde nämlich mal eben schnell zum Schmied düsen. Da wollte ich sowieso mal vorbeischauen. Also zu diesem Schmied hier. Aber das konntet ihr euch wahrscheinlich schon denken. Denn wir haben jetzt ein bisschen Meteorit und ich glaube auch anderes gutes Zeug. Und jawohl, genau so habe ich mir das nämlich vorgestellt. Was fehlt denn hier noch? Makellose Schraube, okay. Das Eisenrohr ließe sich zum Beispiel ausmaximieren. Ja, wir sind hart an der Grenze mit einigen Bauteilen. Und der Max-Schaden am Ende, der sieht hier gar nicht so aus. Krass aus, aber das sind auch, glaube ich, hier eher so schnelle Waffen, ne? Wo sich das durch die Geschwindigkeit dann wieder ein bisschen ausgleicht. Also ich habe jetzt nicht Komponenten so dermaßen im Überfluss, dass ich hier 10.000 Sachen gleichzeitig verbessern könnte. Bin am Überlegen, wie ich das entsprechend priorisieren soll. Das ist ja ein komisches Teil hier. Guck mal, das könnten wir auf Maximum bringen und das hat so wenig Schaden. Komisches Ding auf jeden Fall. Der Speer, der sieht eigentlich ganz cool aus, aber ich kämpfe halt nicht so gerne mit Speeren. Ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal so ein bisschen hier entlang hangeln und gucken, dass ich hier irgendwas mache. Ich glaube, ich nehme mal Schwerttyp 3. Das finde ich irgendwie ganz cool. Ich meine, nach irgendwelchen Kriterien muss ich ja gehen. Jetzt fehlt es mir hier leider an Maschinenarm. Boah, ich kann gar nicht einschätzen, wie schwer oder wie leicht es ist, gezielt nach solchen Komponenten zu farmen. Aber guck mal, wie viele von diesen Maschinenarmen ich brauche. Ich weiß halt nur nicht, wie ich danach googeln soll, ohne Gefahr zu laufen, mich zu spoilern, ne? Weil es reicht ja schon so ein Satz, wenn ihr den und den Charakter spielt, zum Beispiel wenn es dann heißt, wenn ihr im dritten Durchgang oder im zehnten Durchgang Pascal spielt, dann könnt ihr das da und da bekommen und das will ich halt alles immer nicht wissen, ne? Also häufig sind ja Spoiler auch so ganz beiläufig mit drin und das ist dann immer meine große Angst. So, den Maschinensperr nehme ich jetzt auch mal mit. Und hier können wir dann das noch weiter verbessern. Ist zwar schade ums Meteorit, aber wie gesagt, mein Ziel ist ja, dass wir langfristig sowieso alle Waffen irgendwann verbessern. Das ist schade. Vielleicht bekommen wir ja irgendwann nochmal die Möglichkeit, bestimmte Komponenten einzukaufen. Das wäre super, super klasse. Also so Maschinenarm, so diese ganz seltenen Sachen halt. Auch wenn die super teuer wären. Das wäre irgendwie trotzdem eine schöne Alternative, von der ich mit Sicherheit auch mal Gebrauch machen würde. Aber, naja, müssen wir dann gucken, wenn ich im Spiel weiter fortgeschritten bin und das Gefühl habe, dass sich das jetzt so weit aufs Ende zubewegt, dass ich mich da vielleicht nochmal ransetze und das irgendwo herausfinde. So, noch irgendwas über 50 Mal. Das hier können wir noch ein bisschen verkaufen. Hier können wir 3 nochmal raushauen. Gibt es noch was? Baumsaat. Ist jetzt alles nicht so spektakulär. Aber trotzdem gucken wir, dass wir hier überall glatt die 50 zu stehen haben und das nirgendwo überschritten wird. Okay. Ich hätte gedacht, dass jetzt ein bisschen mehr bei rumkommt, aber so ist auch in Ordnung. So, wenn ich jetzt nämlich schon mal hier bin, dann... Ich dachte gerade, ich falle da jetzt runter und darf den ganzen Weg nochmal laufen. Der ist, glaube ich, nicht allzu weit dann, aber trotzdem wäre das nervig gewesen. So, ich werde jetzt hier auch keine Gegner töten oder so. Ich will nur gucken, ob ich unseren Auftraggeber jetzt hier noch antreffen kann. Ich habe leider in der Minimap immer noch kein Pünktchen, aber vielleicht liegt das an der Etage, an der falschen. Wobei, war die nicht hier ganz oben? Die 4S oder wie die hieß?
Warte mal, ich bin aber auch nicht ganz oben, ne? Über mir ist noch eine Etage. Ich weiß echt nicht mehr, wo die war. Und meine Karte ist mir hier gerade auch keine allzu große Hilfe. Ich gucke mal eben kurz hier. Hä, wo ist die denn? Das verstehe ich nicht. Also wenn die Mission wenigstens aus meinem Büchlein da verschwunden wäre, dann wäre das ja noch was anderes, aber die ist halt noch da. Keine Ahnung, kann ich da irgendwie runterspringen oder so? Nee, aber hier kann ich runterklettern. Nee, also irgendwie werde ich hieraus leider nicht schlau. Denn wir haben zwischenzeitlich, glaube ich, schon seit dem letzten Besuch wieder ein bisschen was an Gegnerdaten eingesammelt. Oder das ist so eine Mission, die nur verfügbar ist und weiterführbar ist, wenn du 9S steuerst. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem wir damals das erste Mal bei ihr gewesen sind. Kein Plan. So, wo zur Hölle bin ich hier? Ach, hier bin ich ja auch schon Ewigkeiten nicht mehr gewesen. Hier war doch das Grab vom König, ne? Was wir in der ein oder anderen Sequenz auch gesehen haben. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, ich dachte, sie würde das vielleicht irgendwie kommentieren. Keine Ahnung, ob es lohnenswert wäre, mit 9S hier nochmal vorbeizuschauen. Aber ich hätte gedacht, dass man hier vielleicht irgendwas einsammeln kann, so in Form einer Kiste oder sowas. Ja, dann bleibt es halt beim Eisenerz. Ist auch okay. Wobei, guck mal hier. Ich wollte gerade wieder vorspulen, dass ich dann gesehen habe, dass es ja hier noch so komische Seitengänge gibt. Warte mal, das muss ich jetzt auch noch mitnehmen. Und dann kann ich ja theoretisch, wenn man der Minimap traut, sieht das so aus, als würde da auch der Weg noch ein bisschen weiter reinführen. Ist aber nicht der Fall. Na gut. Dann gucken wir mal, ob wir bei Anemone das besagte Philosophiebuch irgendwie abgrasen können, ohne es ihr zu stehlen, sondern auf ganz natürlichem, freundlichem Wege. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen zu prüfen, ob die ihr Sortiment erweitert haben. Ich hoffe einfach mal, dass das Spiel uns das irgendwie mitteilt. Per Mail oder so. So, warte mal. Erstmal hier was sammeln. Dann will ich mal hier kurz gucken, ob es was Neues gibt. Das ist nicht der Fall. Alles klar. Schauen wir mal hier. Pascal möchte Bücher über Philosophie. Tja, rein zufällig habe ich neulich erst eins zu Ende gelesen. Wenn du willst, kannst du es gern haben. Danke. Kannst du ihm dieses Golderz auch geben? Er hat schon lange darum gebeten. In Ordnung. Wie sie das gar nicht mehr hinterfragt? So, ey, ganz ehrlich, vor ein paar Folgen hätte sie bestimmt noch gesagt, was, du willst der Maschine Golderz geben? Niemals, bring den Scheiß doch selber rüber, es ist immer noch eine Maschine. So, und wir haben ein Buch bekommen. Es ist schon seltsam, dass sich ein Maschinenwesen für Philosophie interessiert, findest du nicht auch? Da stellt sich mir die Frage, wie viel wir wirklich über unseren Feind wissen. Eine gute Frage. Vielleicht ist er auch gar nicht euer Feind. Vielleicht definiert ihr euren Feind einfach falsch. So. Ich will jetzt mal kurz gucken, ob wir das Buch für Pascal, ob wir da irgendwie einen Blick reinwerfen können. Wobei, das wird bestimmt bei wichtigen Gegenständen hinterlegt sein, oder? Hieß das? Das war irgendwas mit P. Nicht, dass das am Ende irgendwie hier bei den Archiven mit hinterlegt ist. Nee. Das hätte man dann, glaube ich, auch irgendwie erkannt. Es kann natürlich auch sein, dass das Philosophiebuch heißt, aber dieses Philosophiebuch hatte ja auch einen Namen. Ich wette, das wird hier aber auch als... Hier, genau, das hier meinte ich. Ein Philosophiebuch von Anemone. Der Titel bedeutet Gedanken in einer alten Sprache. Okay, lesen können wir das leider nicht. Aber Hauptsache Pascal weiß... Oh. Thank you.
there only commenceth the man who is not superfluous. I see. It seems this Nietzsche was quite the profound thinker. Or perhaps he skipped right past profound and went straight to crazy instead. Oh well, enough of that. I best go see the world for myself instead of burying my head in books. Ey, ist das zu fassen? Was habe ich vorhin noch gesagt? Das war doch in dieser Folge, oder? Und plötzlich spielt man Pascal. Das habe ich einfach nur als Beispiel genannt, als ich meinte, wenn man da irgendwo sucht. Krass. Ich wollte das gerade wieder total feiern, dass die hier wirklich alle großen Philosophen irgendwie mit einbauen. To bring this to Pascal. A2, can you hear me? Oh, perfect. Help, A2. I have the materials the you asked me to... The village is in great trouble. The villagers are... Pascal! Pascal, are you there? What the hell is going on? Hypothesis. The valuable source of information known as Pascal has encountered difficulty. Proposal. Unit A2 should investigate Pascal's village immediately. I'm on my way. Oh oh. Ein ganz blödes Gefühl gerade. Ich würde eigentlich gerade scherzhaft sagen, ich bin gespannt, ob die auch noch Schopenhauer irgendwie mit einbauen. Und Schopenhauer habe ich hier auch noch ein paar Sachen rumzuliegen. Ach, transportieren geht jetzt nicht mehr. Gar nicht mehr. Also wenn das bei Pascals Dorf jetzt nicht geklappt hätte, wäre das ein Thema. Aber wir kommen hier gar nicht mehr vom Fleck. Okay, dann gucken wir mal. Ich kann mir vorstellen, dass unterwegs auch wieder die Hölle losgebrochen ist, aber das werden wir gleich noch herausfinden. So, was ist passiert? Weißt du, bekommst du so eine schöne Szene vorgesetzt und direkt danach versinkt wieder alles im Chaos. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. So, das muss ich jetzt mal ganz kurz einsammeln, auch wenn es nur ein Kristall war. Aber das weiß man ja vorher nicht. Und ich muss jetzt wirklich demnächst mal drauf achten. Ich glaube, ich fange jetzt hier auch schon an. Seid nicht traurig, aber wir werden jetzt hier in der Folge höchstwahrscheinlich nicht mehr ins Dorf kommen, weil ich jetzt schon über 50 Minuten aufnehme. Und ich kann mir vorstellen, dass da wieder ein bisschen mehr passieren wird. Aber ich muss jetzt mal darauf achten, welche Maschinen mir Maschinenarme dalassen. Was? Was? Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Okay, ich glaube, bevor ich jetzt den Ausraster des Jahrhunderts bekomme, werde ich den Part gleich beenden. Ich versuche gerade zu rekonstruieren, was ich jetzt alles nochmal machen muss. Ey, wie kann das denn bitte sein, dass so ein richtiger... bescheidener 0815-Gegner, der wahrscheinlich gar keiner ist, mir jetzt hier ein Game Over beschert. Ihr glaubt gar nicht, was ich gerade am liebsten über die Lippen bringen möchte. Ich werde jetzt an der Stelle... Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Ja, ich werde jetzt hier einen Cut machen. Und wir werden uns dann in der nächsten Folge an der Stelle sehen, wo ich gerade eben verreckt bin. Und ich werde bis dahin gucken, dass ich alles irgendwie nochmal spiele. Hat er wenigstens die Kiste gespeichert mit diesem komplizierten Sprung? Oder muss ich das nochmal machen?
Keine Ahnung, ich werde es euch am Anfang der nächsten Folge erzählen, wenn ich es nicht vergesse. Ja, sorry für diesen doofen Abschluss, aber was soll man machen? Ich muss jetzt hier erstmal wieder ein bisschen nachholen. Danke trotzdem fürs Einschalten und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.